Hallo Freunde des Campbaiting, hier spricht der Callcenter Crusher zu euch. In diesem Video hatte ich wieder zwei Firmen, die von sich behaupten, mit Kryptos in Deutschland zu handeln. Daher geben sie an, von der BaFin reguliert zu werden. Regelmäßige Zuhörer wissen ja nun, dass die BaFin keinen Kryptohandel reguliert und auch keine Lizenzen an solche Firmen vergibt. Was bleibt mir da anderes übrig, als sie schnell der Lüge zu überführen? Leider rufen mich meistens Firmen an, die diesen Fehler machen. Das kann ich leider nicht ändern, aber selbst wenn Sie sagen, in England reguliert zu werden, sind Sie schnell überführt. Also nutzen wir nun die Möglichkeiten, um zu zeigen, dass Betrüger eben Betrüger bleiben. Viel Spaß mit diesem Video, das wie immer nach dem Intro startet. Hallo? Hallo, guten Morgen. Spreche ich mit Reinhard Stecken? Ja. Das ist die Firma Union Investment. Sie haben gestern eine Anfrage hinterlassen. Ja, oder? Oder was? Haben Sie eine Anfrage hinterlassen? Bei Union Investment? Ja, nee. Für Investitionshilfe. Für was? Für Investitionshilfe. Investitionshilfe? Ja, die Hilfe mit den Investitionen. Union Investment sagt mir gar nichts. Also. Ja, aber das steht in meinem Computer. Ja gut, aber deswegen sagt es mir trotzdem nichts. Okay, auf jeden Fall. Okay, Entschuldigung. Wie ist Ihre Webseite? Das steht hier nicht, aber. Nein, wie Ihre Webseite ist. Vielleicht war ich da ja doch drauf. Ja, das ist nicht unsere Webseite, aber unsere Zusammenarbeit. Ah ja, und mit wem haben Sie da zusammengearbeitet, dass Sie meine Daten haben? Ja, wir arbeiten zusammen mit verschiedenen Plattformen, die für Cryptocurrency und Investitionen verbunden sind. Ja, und mit welcher arbeiten Sie nun, dass Sie meine Daten haben? Ich weiß wirklich nicht, welche Webseite haben Sie benutzt. Ja gut, das ist ja, schon aber seltsam. Auf jeden Fall, haben Sie Interesse für Investitionen? Ach, Investitionen? Sie haben gesagt Investitionshilfe. Das ist ja was anderes. Wir können Ihnen unsere Dienstleistungen anbieten. Unsere Finanzdienstleistungen. Wir können Ihnen mit Ihren Investitionen helfen. Ah ja, okay. Und Sie haben keine Webseite, oder was? Wie bitte? Verstehen Sie irgendwie kein Deutsch? Ja, ich verstehe. Nee, augenscheinlich nicht. Also, Sie haben also keine Webseite, Sie wollen mir aber helfen. Sie haben also keine Webseite. Ja, wir haben, aber wir wissen in der Wirklichkeit nicht, welche Webseite haben Sie benutzt. Ja gut, dann nennen Sie mir doch einfach mal Ihre Webseite. Dann kann ich da ja gucken. Ja, ich kann schicken. Nee, können Sie einfach sagen. Unsere Webseite? Ja. Ja, einen Moment. Kennen Sie die nicht auswendig? Ich kann das durch WhatsApp schicken. Stimmt das? Das weiß ich nicht, ob Sie das können. Durch WhatsApp. Ja, das weiß ich nicht, ob Sie das können. Dann sagen Sie doch einfach mal Ihre Webseite. Wie bitte? Ich kann nicht so gut hören, leider. Ja, vielleicht sorgen Sie mal dafür, dass es bei Ihnen nicht so laut im Hintergrund ist. Dann hören Sie mich auch besser. Okay. Und die Musik vielleicht aus? In unserem Office spielt solche Musik. Entschuldigung. Ja, das ist schlimm genug, weil dann verstehen Sie ja offensichtlich nicht, was der Telefonpartner sagt. Vielleicht sollten Sie das mal ändern. Dann würden Sie auch verstehen, was ich sage. Also. Ja, ich also, welche Webseite haben Sie denn nun? Buchstabieren Sie mal. IP Gate Trade.
buchstabieren? Auf IP Gate-Trade auf Englisch. Ja, und buchstabieren? Können Sie deutsche Buchstaben nicht? I, P, G, A, T, J. Was? J? Was ist J? Ja. Yeah. E, meinen Sie? Auf Deutsch oder Englisch? Ja, auf Deutsch. Okay, E. Was? Die erste? Ja, fangen Sie doch mal von vorne an. Also, Sie sind nicht zu verstehen. Also, wie ist Ihre Webseite? IPG-Trade auf Englisch. Ja, und wie ist es auf Deutsch? Buchstabieren Sie es auf Deutsch. Sie kennen keine deutschen Buchstaben, ne? I heißt I auf Deutsch. I, ich habe gesagt I. Nein, Sie haben I gesagt. Ja, aber in der ersten Meile habe ich das gesagt. Ja, und der Rest ist halt nicht zu verstehen, weil Sie immer Deutsch und Englisch zusammen verwechseln. Okay, Entschuldigung. Ja, gut. Also, IP Gate Trade. Ja. Und wie geht's weiter? Ja, alles. Dot Pro. Ah ja, okay. Okay, das ist Ihre Webseite. Ja. Ja, wo wollen Sie das probieren, ja? Ich wollte mir die Webseite erstmal angucken. Mhm, ja. Das kann man ja machen, das ist ja kein Problem. Okay. Gut. Und wo sitzt Ihre Firma? In London. In London, ah ja, okay. Gut. Und diese Firma, ist das eine alte Firma? Wie lange gibt es diese Firma schon? Wie bitte? Wie lange gibt es diese Firma schon? Na, ungefähr 8 Jahre. 8 Jahre? Mhm. Ja. Okay. Ja, gut. Und wie kann man bei Ihnen nun Geld verdienen? Unsere Finanzberater kann Ihnen helfen mit Ihren Investitionen helfen. Ja, und wie kann man nun bei Ihnen Geld verdienen? Sie machen ein Deposit auf unserem Website und dann, dann können Sie mit unserem Finanzberater kommunizieren. Also erstmal möchte ich wissen, mit was ich überhaupt handeln kann. Über was? Mit was man handeln kann bei Ihrer Firma. Mit Aktien, Obligationen und Cryptocurrency, verschiedene Märkte, Finanzmärkte. Vielleicht haben Sie irgendjemanden, der Deutsch spricht? Wie bitte? Machen Sie mal die Musik aus, dann verstehen Sie mich auch. Ich fragte, ob Sie irgendjemanden haben, der Deutsch spricht und nicht immer Deutsch und Englisch gemischt. Ich versuche, aber es gibt viele, es gibt verschiedene Worte, die in Englisch und in Deutsch gleich sind. Ja, es gibt aber auch viele Worte, die sind in Deutsch anders als in Englisch und die nutzen Sie nicht. Ja, okay, Entschuldigung. Meinen Sie, dass Cryptocurrency existiert in Deutsch nicht, ja? Nein, das ist kein deutsches Wort. Ja, okay, Kryptowährung. Ah, auf einmal geht's. Auf einmal geht's. Okay, also, okay. Aber Krypto interessiert mich nicht. Wie ist es dann mit Aktien? Ich bin leider kein Finanzanalytiker, aber deshalb kann ich Ihnen das darüber nicht so viel erzählen. Ja gut, aber also und wann kann ich dann mit einem Finanzfachmann sprechen? Sie müssen Ihr Konto aktivieren. Und aktivieren heißt? Sie müssen ein Deposit machen und dann werden Sie mit unserem Analytiker Ihre Investitionen besprechen.
Ach, ich muss erst einzahlen und dann kann ich mit einem Analytiker sprechen. Ja, natürlich. Das ist nicht natürlich. In Deutschland ist es anders. Da wird man erst informiert und dann kann man einzahlen. So Ja, ist aber es können. bei jeder seriösen Firma. Ja, aber bei unserem Firma geht es so. Ah ja, okay. Das heißt also, Sie sind nicht seriös, oder wie Sie, habe ich das zu verstehen? No, Sie müssen zuerst ein Deposit machen, Ja, dann, das dann sagt, bekommen Sie Finanzhilfe. ja, nicht Hilfe, sondern ein Finanzhilfe ist etwas anderes. Sie sprechen wirklich so schlecht Deutsch. Also, es ist doch schon seltsam, dass man erst einzahlen muss, um dann Beratung zu kriegen bei Ihnen. Ja. Ja, das ist seltsam. Eine seriöse Firma würde sowas nicht machen. Die würden erst beraten und dann kann man einzahlen, wenn man will. Okay. Ja, genau Ja. so ist es. Okay, also wenn Sie in London sitzen, haben Sie denn auch Filialen in Deutschland? Nein. Nein, ich habe Deutsch hier gelernt. Nein, ich rede davon. Sie verstehen kein Deutsch. Also, Sie rufen in Deutschland an. Haben Sie als englische Firma Filialen in Deutschland? Nein, nein. Haben Sie nicht? Okay, gut. Und wo sind Sie registriert und reguliert dann? Wie bitte? Suchen Sie jemanden, der Deutsch spricht. Oder machen Sie die Musik aus, dann verstehen Sie mich auch. So ein Radau im Hintergrund, das ist ja fürchterlich. Ich frage da, wo sind Sie? Ach, jetzt wird auch noch geklatscht. Ah ja, es hat bestimmt jemand Geburtstag bei Ihnen, richtig? Nein, nein. Nein, nein, nee, das glaube ich auch nicht. Okay, also Sie sagen, Sie sind in England. Wo sind Sie da reguliert und gelistet? Bei welcher Organisation? No, unsere Organisation in England. Bitte? Unsere Organisation. Ja, wo sind die, wo die gelistet ist und reguliert ist? Reguliert? Ja, reguliert. No, in England. Ja, und bei wem? Not. Bei wem? Was meinen Sie? Ja, bei welcher Regulationsbehörde Sie gelistet und reguliert sind? No, bei englische Behörde, ja. Yeah. Ja, und welches ist diese englische Behörde? In England gibt es zwei Behörden, die das machen. Ja, leider. Wissen Sie das nicht? Weiß ich das nicht. Ja, das ist das Problem. Sie wissen gar nichts. Und Sie wollen Berater sein? Das sind doch die wichtigen Themen, die Investoren wissen wollen. Und Sie können das Ja, nicht okay, beantworten. aber Sie können das mit unserem Berater besprechen. Ja, nachdem ich bezahlt habe. Ja, schon klar. Schon klar. Sie sind also ein unseriöses Jawohl. Unternehmen. Ja, möchten Sie nicht bezahlen, ja? Ich möchte eine Beratung erstmal haben, bevor ich bezahle. Ich weiß ja gar nicht, Ja. wo Sie reguliert sind und wo Sie gelistet sind. Das weiß ich nicht und ich muss erst bezahlen. Und wenn Sie dann nirgendwo reguliert und gelistet sind, dann ist mein Geld weg. Und deswegen werde ich mit Sicherheit nicht erst bezahlen, um dann Informationen zu kriegen. Ich will erst Informationen haben und dann werden wir weitersehen. Ja, okay, aber bei unserer Firma haben Sie keine solche Möglichkeit. Ja, das ist das Problem. Ja, Sie sagten ja auch, wie alt ist Ihr Unternehmen? Union, wie bitte? Ach, wie alt ist Ihr Unternehmen? 8 Jahre, ich habe schon gesagt. Ja, komisch aber, dass Ihre Webseite gerade mal 211 Tage alt ist. Sie sind also ein Betrügerfirma. Nein, nein. Doch, doch. Doch, doch. Okay, Sie danke. sind eine Scammerfirma. Hallo? Ja, hallo Ludger, ich heiße Agnia Bilkovic, also ich bin Ihr persönlicher Account Managerin von IVG Trade. Also ich bekomme Anfrage, also Ihre Telefonnummer, Name und E-Mail-Adresse und so, interessieren Sie sich an unserem Angebot, das ist Plattform IPG Trade. Also wir bieten kostenlose automatische Systeme für Handeln.
Wissen Sie, über was es geht, ja? Ja, automatischen Handel ist interessant, ja. Ja. Also es funktioniert so hinweg. Also ich arbeite, mein Deutsch ist nicht so gut, wir haben Sie hören so, aber wir arbeiten im Callcenter und Callcenter verbunden mit Plattform IPGate-Trade. Aber IPGate arbeiten zusammen mit deutschen Unternehmen an Berlin, also Unternehmen, so aus, die besteht aus Finanzberater. Und sie suchen jetzt nach neuen Kunden. Und deswegen bieten sie kostenlose Angebote wie Tradingbot, wie kostenlose Hilfe und Unterstützung von Finanzberatern. Also sie bekommen ihre persönlichen Finanzberater und genau lernen Videomaterialien, wenn sie Anfänger an der Börse ist. Also haben Sie Erfahrung an der Börse, oder? Nee, noch nicht. Okay, das ist absolut normal. Also, Lernen Videomaterialien genau für Anfänger sind und Tradingbot, das ist ein automatisches System. Es ist eine, das ist eine App wie in App Store. Und nach Ihrer Handelskontoaktivierung bekommen Sie Link und Sie können selbstständig diese Bot installieren, aber das ist Robot, genau. Er kann analysiert Börse, Finanzmarkt, ja genau, aber es ist nicht Spezialist, es ist nicht Mensch, genau. Und man muss verschiedene Regeln für diese Bot machen. Und wenn Sie keine Erfahrung haben, dann ist es ein bisschen schwer. Und mit diesem Problem hilft, würden Ihnen Ihre Finanzberater helfen, sodass entwickelt er für Sie persönliche Strategie, das bedeutet Investitionspaket. Es hängt ab Ihrer Betrag, mit welchem möchten Sie starten, genau. Es hängt ab Ihrer Finanzziele, Situation an der Börse und so weiter. Ob Sie langweilige Ziele haben oder kurze Ziele, kurze Finanzziele, ich meine an der Börse und so weiter. Man kann überhaupt mit 250 Euro starten, das bedeutet. Also es ist wichtig für unsere Kunden, ich immer sagen, dass wir keine ihre Passwort oder Login von Plattform haben. Sie machen es selbstständig, es nimmt mindestens 2 Minuten, aber dann müssen sie Identifikation, wird es in Identifikation gemacht so bei unserer Plattform. Das bedeutet, wir brauchen ihre Foto von ihrem Pass oder Fahrkarte mit und so weiter. Ich schicke alles per Mail und dann rufen Sie in meine deutschsprachige Kollege. Jetzt möchte ich ihn nur informieren kurz. Also haben Sie Frage über System? Das meine ich. Ja, habe ich zum Beispiel. Mit was okay. Kann ich denn handeln? Mit was? Ja, mit was ich handeln kann. Okay, Sie handeln mit Tradingbot, mit Finanzberater. Finanzberater, das ist der Spezialisten. Sie verstehen mich nicht. Mit welchen Produkten kann ich handeln? Okay. Es gibt verschiedene Produkte, wie Sie wollen. Das bedeutet, diese Plattform verbinden mit Forex und man kann mit Krypto-Plattformen und so weiter, man kann überhaupt wählen, was Sie wollen. Also Investitionspaket würde ich Finanzberater abhängig ab ihrer Bevorzugung machen. Das meine ich Rohstoffe, Gold und so weiter. Überhaupt man kann mit Betrag 1.000 Euro starten, ja. Aber ich bin nicht Spezialist und also Sie bekommen ganze Informationen schriftlich per E-Mail. Und ich möchte Ihnen neue Handelskonto aktivieren helfen. Also Finanzberater erklärt Ihnen alles. Ich kann auch Link zu Plattform schicken, damit Sie alles selbstständig überprüfen können. Ich meine, wie sieht es aus Plattform? Wie sieht aus Grafiken, ja, von diesem Börse? Wie nämlich verbunden unsere Plattform mit Forex und so weiter. Aber wenn sie nur Anfänger ist, ich weiß nicht, ob es wirklich interessant für sie ist. Ja, aber Lizenz, Adresse, Informationen über ihre persönliche Finanzberater, also meine Aufgabe ist auch, ihre
Ihnen passenden Finanzberater finden. Also wenn Sie sagen mir, ja, ich möchte mein Handelskonto aktivieren, dann habe ich ein bisschen Fragen und Sie müssen mir beantworten, wie zum Beispiel, wer sind Sie, welchen Hauptberuf haben Sie Schulden, Krediten und so weiter, welche Finanzziele haben Sie, und diese Informationen gebe ich unserem Partner aus Deutschland. Und da geben Sie mir passende Finanzberater für Sie und macht er einen Anruf. Ja gut, aber bevor ich das alles beantworte, möchte ich schon noch mal wissen, welche Firma ist das jetzt und wie heißt Ihre Webseite? Okay, Plattform heißt IPG Trade. IP, like IP-Adresse, IP Gate, ja. Gate Trade. Ja. Trade, trading, ja. Yeah. Ja, und dann weiter? Und dann weiter. Unser Unternehmen, unser Partner heißt M&A. Nein. M&A. IPG Trade und dann DE oder? Nein, ich kann in per E-Mail Link schicken. Können Sie mir doch einfach IPG sagen, ist doch am einfachsten. Okay. IPG Trade F. IPG Trade F. Ah ja, okay. Dann suche ich doch gleich mal danach. Okay, und was machen Sie? Die gibt es nicht. Bitte. Ah, okay, einen Moment, vielleicht ist das Fehler. Habe ich einen Moment, bitte. Also, ich würde Ihnen jetzt eine richtige Adresse von unserer Plattform sagen. Ich meine Endung von Plattform. Sagen Sie es mir doch einfach. Ja, eine Minute bitte. Sie kennen Ihre eigene Webseite nicht? Nein, Webseite heißt IPGate Trade. IPGate Pro, ich vergessen Ende von Seite. Ja, das ist aber das Wichtige. Pro. Okay, IPGate Trade Pro. Ja. D, Deutschland. Naja, Pro, Siegen. Pro reicht Siegen ja erstmal. In. Pro reicht ja erstmal, um die Webseite zu finden. Sie können selbstständig in Google finden, IPG Trade Pro, nee. D, like Deutschland, D, DE. Nee, und da finde ich schon mal nichts. Okay, dann kann ich Link per E-Mail schicken. Ich habe Ihre E-Mail-Adresse, genau. Ja, dann schicken Sie mir die. Okay, ich werde Ihnen ganze Informationen schicken. Ich meine Hauptadresse, Informationen über unsere Partner aus Berlin, ganze Informationen über Tradingboot und genau Garantieerklärung, Lizenz und so weiter. Also dann würde ich auf eure Antwort warten. Na, Sie und können ja dranbleiben. Schicken Sie mir das und dann bleiben wir dran. Ich gucke dann sofort nach. Ah, okay. Einen Moment, bitte. Ja, fast fertig. Und Ihre E-Mail-Adresse klingt wie Ludger Losmann, ja? Ludger.losmann. Okay. Okay, Sie würden bekommen E-Mail von Agnes Bielkowicz. Also, jetzt bekommen Sie einen Link. Erstmal muss ich ja die E-Mail schon haben und ich habe sie noch nicht. Nochmals bitte? Ich habe die E-Mail noch nicht. Okay, dann würden wir warten vielleicht, wenn Sie jetzt das überprüfen möchten. Ja, natürlich. Noch ist nichts da. Und okay, aber ich habe geschickt. Dann also Ihre E-Mail. Ja, buchstabieren Sie mir einfach mal meine E-Mail, wenn Sie meinen, dass ich es geschickt habe. Da haben Sie sicherlich was verkehrt gemacht. Also ludgerlosmann@gmail.com, ja? Also erstmal ludger.losmann. Ja, richtig. Losmann@gmail.com, ja. Ja, ist aber keine E-Mail da.
Haben Sie meinen Namen richtig geschrieben? Ich habe nur kopiert, das meine ich. Also Sie haben diese Daten selbstständig eingegeben und ich nur kopiere diese Daten. Deswegen meine ich, dass es keine Fehler ist. Die E-Mail ist da, aber Sie haben mir nur einen Link geschickt. Wo sind die ganzen Informationen, die ich haben wollte? Jetzt ändere ich Skript von ganzen Informationen. Das meine ich. Ich möchte Ihren Namen schreiben und Endung kann ein bisschen verändern, weil Sie andere Daten haben. So, deswegen geben Sie mir bitte eine Minute Zeit. Ja gut, dann gebe ich Ihnen die Minute. Das alles, einen Moment. Okay, und Garantieerklärung, das ist ein fertiges Dokument, und da steht das andere Name, aber wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, dann schicke ich genau Dokument mit Ihrem Namen, nämlich. Okay, so habe ich geschickt. Gut, dann gucke ich nochmal. Noch ist nichts da. Ein Moment bitte, System gibt mir eine. Einen Moment. Ich muss ein Passwort geben zu System. Ist ganz schön laut bei Ihnen da. Ja, es ist nicht so gut, aber richtig, ohne Musik, ohne Musik würde ich hören meinen Kollegen. Ja gut, aber das stört doch die Kunden normalerweise. Ich habe geschickt. Ja gut, dann aktualisiere ich nochmal. Okay. So. Dann lesen wir doch mal kurz. Ja gut, und wie ist das mit den Lizenzen? Bitte nochmals, wiederholen Sie bitte. Welche Lizenz haben Sie denn? Also, ich habe geschickt Link von Lizenz unserer Partner. Ja, aber ich möchte doch Ihre Lizenz wissen. Lizenz von unserer Callcenter, ja? Ja, Sie sind doch mein Ansprechpartner. Ich habe nicht verstanden. So, ich schicke Ihnen jetzt Lizenz von unserer Partner. Sie möchten Lizenz von unserer Callcenter, ja, von unserer Firma, für die Sie arbeiten. Okay, dann vielleicht würde ich warten auf meinen Bus und dann bitte ich diese Link oder dieses Dokument, kein Problem, dann schicke ich Ihnen auch per E-Mail, passt das, ja? Was schicken Sie mir? Ich schicke Ihnen Lizenz von unserer IPGateTrade.co. Die Lizenz möchte ich haben. IPGateTrade, ja. Ja, wo sind Sie denn lizenziert? Also, ich helfe meinem Kunden nur, ihr Handelskonto aktivieren. Ich kann schicken Ihnen ganze Informationen, die Sie wollen. Ja, das hatten wir ja gerade schon versucht. Das hat ja nun schon nicht geklappt. Sagen Sie mir doch einfach, wo Sie lizenziert sind. Wer lizenziert Sie? Also, wer lizenziert in England? Ich meine... Und? Da haben wir... Und was?
Welche Lizenz und welche Regulationsbehörde ist dann zuständig für Sie? Entschuldigen Sie mir bitte, ich weiß nicht, ich zu sagen. Ich muss nur Anrufen machen und unserem Kunden helfen. Ich habe keine Zeit, es telefonisch erzählen, weil ich zu sagen, ich interessiere sich daran niemals. Und wenn Sie wollen, dann kann ich schicken, dann kann ich bieten, diese Lizenz oder diese Information. Aber echt zu sagen, es ist mir uninteressant. Aber für die Kunden ist es doch interessant, erstmal zu wissen, okay, bei wem man investiert. Dann kann ich schicken, kein Problem. Ja, aber Sie können sie ja schon scheinbar nicht. Aber Sie möchten keine E-Mail von mir. Sie möchten, damit ich Ihnen mündlich geantwortet, aber ich habe dafür keine Zeit. So, tschüss. Na gut.